Was geht ab, Freunde? Wie geht's euch? Einen wunderschönen guten Abend hier live aus Stuttgart mit meinem Bruderherz Wova, der heute extra endlich nach, keine Ahnung, wie vielen Jahren, schon seit Jahrzehnten, wir haben schon in den 90ern darüber geredet, dass du unbedingt hierher kommen musst. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Ich hoffe, ihr habt Bock heute auf diesen Stream, den ich euch schon vor einer Woche angekündigt hatte. Wir haben alles in Bewegung gesetzt, um euch zu zeigen, wie wir Musik produzieren. Wir haben jetzt extra ein Fenster eingerichtet, wo ihr sehen könnt, was bei Wova passiert. Wir haben seinen Rechner verbunden und wir haben natürlich auch meinen Rechner verbunden, sodass wir optimal alles angucken können, was hier passiert. Deswegen, ich hoffe, ihr habt Bock auf den heutigen Stream. Wova ist mit Chusen zusammen, wahrscheinlich mein ältester Freund, den ich habe. Wir kennen uns schon seit über 20 Jahren, oder? Oh ja. Ja, wir kennen uns seit den 90ern. Also wir haben uns kennengelernt durch meine Ex-Freundin. Du hast im gleichen Haus gewohnt. Ja. Du hast da, ich weiß nicht, du kanntest sie halt. Sie hat mir dich vorgestellt. Dann hast du mich mit hochgenommen in dein Zimmer. Du hattest, glaube ich, mit Costa zusammen ein Zimmer, oder? Mm-mm. Nee? Costa hatte mit meinem anderen Bruder ein Zimmer. Ja, ja, genau, und ich genau, hatte genau in der Wohnung mein erstes eigenes Zimmer. Ja, ja, genau, genau. Und dann hast du mir erst so ein paar Songs gezeigt. Und so haben wir uns kennengelernt. Da haben wir uns dann kann ich mich erinnern, habe ich erst, also danach erst habe ich Kay kennengelernt. Weil ich habe damals in so einem Jeansladen gearbeitet und irgendwann, ich glaube, der Kay kam ein paar Tage später oder so zu mir in den Laden. Und meinte so, hey, Jay hat von dir irgendwie erzählt, bla bla bla, und ja, du machst auch Mucke irgendwie oder legst auf, und so haben wir uns kennengelernt. Und dann, ja, haben wir angefangen zusammen rumzuhängen. Ja, so war das. Und dann haben wir uns immer öfter getroffen, und irgendwann habt ihr mich gefragt, ob ich Lust hab, euer DJ bei Charblife zu sein. Dann. Bei Charblife, ja. Als ihr den Deal bekommen habt. Und seit dann habe ich dann aufgelegt für euch, ja. So war das. Und dann hat sich Charblife getrennt und du bist mein DJ geblieben. Ja, da war ich noch weg. Ich war in Bochum, habe ja in Bochum ein Jahr gelebt. Und irgendwann, als ich wiederkam, dann, genau, da haben wir wieder weitergemacht. Und irgendwann, währenddessen hast du angefangen, Beats zu produzieren. Genau. Genau. Und dann sind... Nee, sogar zur Charblife-Zeit noch. Da habe ich sogar schon angefangen, Beats zu produzieren, aber war alles noch scheiße. Alles so, ja, Anfänge. Im Anfangsstadium, wo es bei jedem scheiße ist. Ja, genau. Ja. Und dann sind wir alle nach Stuttgart gegangen. Du bist sogar als erster gegangen. Ja, genau, genau. Dann haben wir Machtrap gegründet. Du bist zwischenzeitlich business-wise andere Wege gegangen. Und dann irgendwann vor gar nicht so langer Zeit. Vor drei Jahren. Ja. Zu Beginn der Pandemie ungefähr, oder Ende 19, Anfang Pandemie. Ende 19, Anfang 20 habe ich wieder angefangen. Genau, da hast du gesagt, irgendwie hast du wieder Bock. Ja, Mann. Und dann hast du angefangen und dann muss man echt mal sagen, da muss ich echt Props an dich geben. Weil, guck mal, der junge Mann hier, der ist einfach verantwortlich für 99% aller Singles, die ich die letzten drei Jahre rausgebracht habe. Also, wenn ihr irgendeinen Song in den letzten Jahren krass fandet, dann hat höchstwahrscheinlich er den Beat gemacht. Und deswegen war es auch klar, dass er heute hier dabei sein muss, wenn wir zusammen Musik produzieren. Und jetzt, ja, seit über 20 Jahren befreundet. Ist schon krass, wie schnell die Zeit vergeht. Übel. Ihr seht aus wie Geschwister. Ja, im Herzen sind wir das auch. Brother from another mother. Yes. Ich würde vorschlagen, dass du einfach jetzt erzählst, wie du anfängst mit dem Beat machen. Und wir zeigen gleichzeitig, was du machst. Also, die einfachste Möglichkeit ist natürlich, dass wir jetzt einfach zusammen ein Sample aussuchen und dann drumherum bauen. Also Drums und so weiter. Wie würdest du es jetzt machen? Ja, ich würde dich erstmal fragen, welches Genre willst du? Willst du Drill? Willst du Trap? Willst du Afro-Trap? Willst du, welche Geschwindigkeit willst du? Willst du was Trauriges? Sollen wir den Chat ein bisschen einbeziehen? Ja. Worauf habt ihr Bock? Schreibt mal in den Chat, auf welchen Stil habt ihr Bock? Also ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen Bock auf Afrobeats. Das ist natürlich weniger Rap-Rap-mäßig, aber ich lasse mich auch gerne auf Vorschläge auf dem Chat ein. Das können wir gerne machen. Drill, Drill. Also nochmal Drill. Drill, Drill. Was schreiben die? Drill, Drill. Jersey. Just Nino will Jersey. Dieses Pum, 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 Pum. Aber irgendwie bin ich nicht so der Fan davon, ehrlich gesagt. Aber theoretisch... Ne, wieso? Wir müssen ja alle Bock drauf haben.
Ja, schon. Und im Chat werden sowieso nicht alle derselben Meinung sein können. Das ist klar. Wir müssen also schon so ein bisschen demokratisch das Ganze machen. Wir können auch, was weiß ich, auf Looperman oder Splice gehen und uns ein Sample aussuchen zum Beispiel. Und okay, dann machen wir es so. Looperman und Splice, also für die Leute, die sich nicht auskennen, sind einfach Sample-Quellen, wo sich so gut wie alle deutschen Producer dran bedienen, ne? Selbst die renommierten. Ja, mal ich denke mal, viele bauen auch selber. Also ich kann auch selber was bauen. Das dauert halt alles ein bisschen länger, aber... Okay, dann machen wir das auf meinem Rechner. Wo müssen wir auf eine Website gehen, oder? Ja, also wir können eine Kategorie auswählen oder wir nehmen einfach ein Instrument halt. Mhm. Geh mal drauf hier auf. Ja, genau. Da können wir zum Beispiel, was weiß ich, Gitarre oder so aussuchen oder... Okay. Akustik, Electric? Akustik. Akustik. Glaube ich, ist geiler, ja. Und jetzt? Dann Fine Sample? Loops. Loops, ja. Mhm. Und dann spielst du die einfach ab nacheinander. Ah. Finde ich nicht so krass. Ja, weiter. Nee, ich würde, da denke ich direkt an KMN drauf, oder? Ja. Das ist schon eher. Boah! Den können wir nehmen. Geil! Boah! Der ist gut. Boah! Ja. Weißt du, an was mich das erinnert? Mhm. Das erinnert mich, boah. Also, wie heißt der Typ? Der Typ Tina Loops. Geil. Geil. Boah. Boah. Das ist echt gut, Alter. Ich rap schon direkt drauf. Ja. Also, warte. Leute, machen wir einfach nach der Reihenfolge, oder? Auch zeitlich. Beat 1. Der ist aber auch geil. Mhm. C'est la mata perdadur, das ist in der Makadur. C'est la messendur, leur klopfen an die Tür. Das ist so richtig Sofian. Klopfen an die Tür. Okay, das war Beat 1. Beat 2. Sind deine Kopfhörer eigentlich zu laut oder geht's? Geht. Ich sag ganz ehrlich, der ist für mich jetzt schon fast raus. Weil der ist zwar gut, aber die anderen zwei sind viel krasser. Okay. Also ich sag 3. Okay, und Beat 3. Ich sag der. Alter, der ist so böse. Ich sag der, also. Ich sehe mich da in so einem Video, wie ich auf so einem SUV oben drauf stehe, so mit so einem Raketenwerfer. Oder so zwei AKs und dann so. So Spagat zwischen zwei Lastwagen. Ja. Also, ich würde sagen den. Ja, okay, also Leute, okay, die machen direkt Abstimmung. Perfekt, danke Jungs. Okay, stimmt mit, welches Sample wir nehmen sollen. 1, 2 oder 3, ich spiele nochmal kurz ab. Sample 1. Ist auch geil. Das ist halt ein bisschen softer. Elle a pas peur de la parure. Ich hab vorhin gedacht, da rappt echt einer drauf, Alter. Ja, das ist ja typisch der Stil von Sofian. Elle a que l'air de cordon bleu. Okay, Sample 2. Und Sample 3. Pah! Okay, ganz klar. 83% sind für Sample 3. Okay. Okay, du bist auch für Sample 3, ich bin auch für Sample 3, also ist yes. Eine sichere Kiste. Sollen wir jetzt wieder switchen, dass die Leute jetzt zuschauen, was du jetzt die ersten Schritte machst, oder willst du noch nicht zeigen? Doch, doch. Okay, ja. Also dann switchen wir jetzt wieder Oberfläche und ihr seht jetzt, was Vova macht. Erzähl ruhig dazu, wie du jetzt, was sind so die ersten Schritte, was machst du da jetzt? Ich habe jetzt nicht geguckt, was für ein Tempo das ist, aber ich denke mal, Drill ist immer so zwischen 130 und 150 BPM. Wie kriegst du das raus, wenn du es nicht genau weißt? Nicht, ich sehe am Raster, wenn ich das hin und her schiebe, da, das ist jetzt bei 100, also ich habe jetzt 140 einfach gemacht. Red Beast, danke für deinen Thub, ich küsse dein Herz. Ist wahrscheinlich etwas schneller, normalerweise als 140. Ist die Geschwindigkeit okay für dich so? Ja, klar. Absolut okay. Ja, jetzt würde ich einfach anfangen, Drums zu bauen. Hier habe ich meine Drum Packs. Da gibt es von J. Cactus
heißt der Kollege. Der ist ein Producer, aber auf YouTube, also ein YouTuber. Und der macht eigentlich nur Drill-Sachen. Der hat echt richtig gute Drumkits. Und der hat auch schon fertige MIDIs hier. Dann muss man nämlich nicht alle Hi-Hats von Hand einbauen. Also kann man auch machen, aber wie gesagt, ist schon fertig. Dann kann man hier einfach zum Beispiel hier so ein Basic Bounce nehmen und da reinziehen. Dann hat man die Hi-Hat praktisch schon, also den Rhythmus von Drill eigentlich schon drin. Die spielen dann die Hi-Hats, die du einmal so eingestellt hast, die spielen dann jedes Mal mit den gleichen Sounds. Ja, du kannst dann, genau, zum Beispiel nimmst du jetzt Sound und dann hast du schon diesen Rhythmus drin. Und da kannst du jetzt zum Beispiel, jetzt kann ich zum Beispiel einzeln entweder rauslöschen, also weißt du wie? Ja, ich lasse es mal so basic, also ich übertreibe jetzt auch nicht mit den Dingen. Ist der Sound okay, oder? Oder nehmen wir da, wir können auch was anderes nehmen. Also man sucht eigentlich so die passenden Sounds. Einfach was so am besten klingt. Ist natürlich viel Geschmackssache. Dann würde ich jetzt einfach, keine Ahnung, einen Rimshot oder irgendwas nehmen. Zum Beispiel. Ist ja immer versetzt, die zweite. Am Schluss kann ich auch so knack, knack. Ja, ja. Kannst ja auch doppelt später spielen oder dreifach oder was ich. Ist doch viel zu laut, Alter. Das ist jetzt so ein typischer, wir können auch anders machen. Wenn die so ein bisschen links und rechts, dann ist das ein bisschen interessanter. Wir können auch mit dem Sample zum Beispiel, oder man, ja, ich probiere mal. Help time. Ich würde bei dem vielleicht diese 808s, also diese typischen Drill 808 Slides und so. Ich weiß nicht, ich würde die gar nicht mehr so benutzen, glaube ich. Irgendwie sind die so ein bisschen ausgelutscht. Echt? Ich. Ja. Ich lasse mich da voll auf deinen. Ich habe, wir können auch zum Beispiel einfach eine normale 808, so eine Spinster 808 ausprobieren oder so, weißt du? Mhm. Jetzt müssen wir aber nur gucken wegen dem Ton. G minor. Das ist der, gell? Für einen Bass oder so. Ich spiele jetzt mal einfach einen Loop. Aber der ist falsch irgendwie, gell? Ha? Ja. Der ist irgendwie falsch. Er muss höher sein. Du kannst doch den Pitch manuell drehen, oder? Nee, das ist schon richtig, Mann. Warte.
Ja, genau. Nochmal eine Hi-Hat. Und zwar mit einem anderen Muster. Der hier? Probieren. Probieren. Also Leute, folgender Vorschlag. Während WoW war, wie ihr mitverfolgen könnt, schon am Rumbasteln ist, fange ich einfach schon mal an, die ersten Lines zu schreiben. Aber weil ich euch mit einbeziehen will, schlagt ihr mir Themen vor und ich suche mir was aus, wenn mir was gefällt, okay? Es muss nichts Ultra-Deepes sein. Es kann auch was Lustiges, okay, Ultra-Lustig passt jetzt vielleicht nicht zu dem Sample, aber also es muss nichts Ultra-Tiefsinniges sein. Es kann auch Geflexe sein, was weiß ich. Drei Frauen im Jeep oder was weiß ich. Drei Frauen im Jeep. Aber versteht ihr, was ich meine? Schreibt mal, ballert einfach mal in den Chat ein paar Themenvorschläge. Zwei Damen, ein Laden mit einem Samen. Das rückwärts. Ich habe hier noch so ein irgendwo so ein geiles Ding gehabt. Warte mal. Ja, der verspult den Sound auch. Der reverse den und spielt den links und rechts. Also ein bisschen so ein Effekt Plugin. Also, guck mal. Wir schmeißen hin und her und reverse die Sachen dann auch. Weißt du, was ich meine? Aber so nicht auf 100%, vielleicht. Vielleicht so, weiß ich nicht, 60% oder so. Ich speichere das ganz kurz, weil manchmal stürzt FL irgendwie ab aus unerklärlichen Gründen. Was ist das? 140 BPM. Immer ins Mikro. Was, wie nennen wir das Ding? Vampirgeschichten in Mexiko. Das hat jemand im Chat geschrieben. Echt? Ja, das ist interessant, was ihr schreibt. Schreibt einfach weiter, ich lese alles. Vampirgeschichten in Mexiko. Ja. Okay. Da. Vielleicht so? Oder? Eine ganz leichte Lücke zwischen den Tönen. So eine ganz, ganz kleine Lücke. Das ist kein Problem. Ja. Ups, dann habe ich jetzt. Dass die nicht so verschwinden. Warte mal. Ja, das ist halt immer dieses An- und Ausmachen. Deswegen glaube ich, produzieren viele ungern live, weil das für die Leute vielleicht manchmal ein bisschen nervig ist, weil du die ganze Zeit an- und ausmachst. Ich glaub, ja. Die Leute finden es interessant. Okay. Ich könnte jetzt noch Folgendes machen. Ich könnte hier, damit das nicht die ganze Zeit so durchballert und dann. Ein paar Wechsel haben. Nicht Wechsel, aber ich würde dann sagen, so wie wir vorhin gesagt haben, entweder machen wir das Reverse oder ich mache da so ein. Ich mach da so einen Filter oder so drauf, damit das so ein bisschen. Weißt du, damit das so ein bisschen abwechselt hin und her. Und dann wieder Ding aufgeht. So! So. Würdest du da drauf was Ultra Deepes machen? Deep ist? Deep, deep. Nee, irgendwas so Spitter-mäßiges. Einfach ja, was genau. Lockeres. Ich hätte das nämlich auch so gemacht. Ich würde einfach nur einen Titel oder so ein Hauptthema nehmen, was so deep klingt, aber dann gar nicht so deep rappen. Ja. Ich würde eher flexen, ehrlich gesagt. Hey, ist es zu drillig oder soll ich so ein paar Sounds ersetzen? Was meinst du? Was? Die Sounds? Ja, es ist schon typisch halt Drill, aber weißt du, was ich meine? Ja, was hast du denn für eine Idee? Was würdest du anders machen? Keine Ahnung. Diese Counter-Snare vielleicht. Dieser Sound, der ist halt schon, glaube ich, 5 Millionen Mal benutzt worden oder so. Ja.
Und dann benutzt man vielleicht, keine Ahnung, irgendwas anderes. Ja klar, warum nicht? Im Endeffekt kann man das im Nachhinein natürlich... Ja, aber mach's ruhig jetzt, wenn du Ideen hast. Weißt du, was ich meine? Das ist geil. Ja, yeah, das ist geil. Das ist irgendwie ein bisschen... Du, guck mal, weißt du, was du auch machen könntest? Man könnte da auch so Amapiano Bass auch nehmen. Ja, ja, klar. Warte mal, weißt du, was wir probieren können? Ja. Ich habe so ein... Sollen die Leute sehen oder... Doch, kann man auch anmachen. Warte. Ich habe da so ein... ich mach mal den Bass hier aus. Ich habe da so ein Ding-Plugin, Melody Source. Da kannst du auch so... die kreiert praktisch für dich Melodien. Und da gibt's, ich habe so bei... beim Ding hier, beim Style kannst du auswählen. Das war House oder so. Bei House, das ist voll witzig, da gibt es so, ich glaube, das war Plug Bass oder so. Muss ich mal gucken. Was hatten wir? G Minor, gell? Mhm. Guck mal, weißt du, wie ich machen würde? Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Dun, dun, okay, dann mache ich den Scheiß dun, mal aus. Dun, dun, dun. Aber mit dem Sound. Ja, ja, warte, ich hab besseren. Bum, 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 bum. Das würde geil kommen. Ja, pass auf, warte. Ich habe hier noch was Besseres. Ja, Mann, richtig Amapiano. Wie? Ja, und weiter? Weiter hoch? Nein, nein, den so lassen. Ach so, eine Oktave höher. Also. Bum, 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 bum. Jagen. Dun, 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 dun. Noch einen dritten. Bum, 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 bum. Nehmt ihr auch auf? Weiß ich nicht. Wenn wir es schaffen, ja. Ansonsten einfach bei der nächsten Session. Wir haben heute gesagt, wir wollen uns keinen Druck machen, damit wir auch irgendwas hinrotzen. Wir machen einfach diese Session, soweit wir kommen. Und wir werden an dem Song auch immer nur live arbeiten. Dun, 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 dun. Nee, noch tiefer. Dun, dun, nee, dun. Das, oder? Nee, dun, dun. Nee, noch. Noch? Eins. Nee, das war zu viel, glaube ich. Nein, nein. Ja, ja, ja. Dun, dun. Ja, 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 ja. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Geil. Okay. Richtig geil. Jetzt. Vielleicht könnte man sogar alles nochmal eins tiefer machen. Vielleicht kommt es dann noch krasser. Ja! Ja! Boah, ja! Weißt du, wie krank das im Club kommen wird, wenn man also, das spielt? Wir können das. Guck mal, ich würde das nicht durchgehend machen. Nö, nö, nö. Kann man das einfach so Passagen. Geil! Da können wir auch so diese Lockdrums auch so als Rolls machen, weißt du? Wie bei Amapiano. Die benutzen, die machen doch so wie Hi-Hat-Rolls. Also, ja, Rolls, also mehrere hintereinander. Das, ja, ja. Ja, das meinte ich. Ich finde immer so, dass halt diese Sounds halt, wenn du halt klassisch für Drills halt die den Bass benutzt und so weiter, so wie es halt man bisher immer gemacht hat, dann hast du halt den Standard-Sound, so wie alle Drill-Tricks. Ja, ja, genau, genau. Und dann so hast du wenigstens das ist, was Neues. Das ist jetzt richtig krass. Überkrass. Wenn du cool damit bist, dann lass mal jetzt einen Bounce raus, damit die Leute das auch einmal richtig hören können jetzt. Bova lässt es jetzt raus, der arrangiert es jetzt grob und dann hört ihr es gleich richtig. Ich bin gespannt, was die Leute gleich sagen, wenn sie es richtig hören. Ah, das ist ein Brett, Bro. Aber ich habe noch gar nichts gemacht, also das... Ja, das ist nur grob. Wenn du richtig drüber gehst, ich weiß, wie der dann klingen wird. Das ist halt einfach eine richtig geile Mischung jetzt aus Drill und Amapiano. Das ist richtig geil. Man kann noch viel mehr mit dem Arrangement spielen, glaube ich. So, dann lass ich den mal raus. Okay, ich switch mein Bild wieder. Jetzt bin ich gespannt, was die Leute sagen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die das gehört haben, weil wir haben den Beat ja die ganze Zeit normal gehört. Ja. Die haben ihn ja nur durch diese Podcast-Mikrofone gehört. Jetzt gleich über Kopfhörer, richtiger Schrott. Alter. so wie Staunton-Beat machen, ja. Ja, weil ich habe da noch überhaupt nichts gemacht an dem.
Oh, egal. Nein, der ist krass. Ich sag dir ehrlich, der ist krass, fertig. Der ist wirklich krass. Da kann man noch viel mehr rausholen. Und das, ich weiß eh, dass das bei dir nochmal doppelt so krass wird, wenn du richtig arrange und drüber produzierst. Aber das, der hat einfach so eine Stimmung. Das hat ja sogar schon eine Sample gehabt. Und dadurch, dass dieses Drill-Gerüst da drum ist und dieses Amapiano-Element mit drin ist, das kommt übergeil. Ja. So, Leute, okay, ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich auch, Alter. Ich muss mit Kopfhörer hören. Ja. Der ist überkrass. Ja, okay. Dann lass, also was sagt die Leute? Der Beat ist nice, oder? Sollen wir nicht zuerst die Hook machen vielleicht? Die Hook? Ja, so wie immer. Erstmal die Hook und dann... Mhm. Was würdest du für eine Hook machen? Eine gerappte oder eine gesungene? Gerappt. Gerappt? Ja. Okay. Und die Melodie... Nachts um... Okay, also wir brauchen eine kurze, einprägsame Hook. Bist du ready? Okay. Ja. Test, 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 test. Singen wir was? Ja, okay, okay. Okay. Alter, wunderschön. Ich war nachts um zwei auf der Autobahn. Auf der Rückbank schreien sich zwei Frauen an. Fuß auf den Gas, mit 200 im Studio. Der Mond ist blutrot, Ambilight wie im UFO. Gott sagt mir, komm ich heute noch zu Hause an. Ich war nachts auf der Autobahn. Auf der Rückbank schreien sich zwei Frauen an. Fuß auf den Gas, mit 200 im Studio. Der Mond ist blutrot, Ambilight wie im UFO. Gott sagt mir, komm ich heute noch zu Hause an. Komm, wir hören die mal an. Ich war nachts um zwei auf der Autobahn. Auf der Rückbank schreien sich zwei Frauen an. Fuß auf den Gas. Mit 200 im Studio, der Mond ist blutrot, Ambilight wie im UFO. Gott sagt mir, komm ich heute noch zu Hause an. Ich war nachts auf der Autobahn. Oder bitte. Das war gerade überhaupt gar nicht nervig. Ich bin wie so ein Straßenmusiker. Scheiße. Ich war nachts um zwei auf der Autobahn. Auf der Rückbank schreien sich zwei Frauen an. Fuß auf dem Gas. Mit 200 in Studio, der Mond ist blutrot. Warte ich. Das ist geil. Ja, ja, warte oder ich. Nicht? Doch, Hammer, Alter. Ich will da nur kurz noch was einstellen. Kurz. Jetzt der andere. Ich war nachts um zwei auf der Autobahn. Auf der Rückbank schreien sich zwei Frauen an. Fuß auf dem Gas. Mit 200 in Studio, der Mond ist blutrot. Vielleicht im UFO. Gott sagt mir, komm ich heute noch zu Hause an. Ich war nachts auf der Autobahn. Auf der Rückbank schreien sich zwei Frauen an. Fuß auf den Gas, mit 200 im Studio. Der Mond ist blutrot, die Leute steht im UFO. Gott sagt mir, komm ich heute noch zu Hause an. Ja. Krank, Mann. Wie war nochmal die gerappte Version? Ich hab keine Ahnung. Nach zum Streit an der Autobahn. Das wäre das Einzige, was man noch machen könnte, gerappt. Ich war nachts um zwei auf der Autobahn. Auf der Rückbank schreien sich zwei Frauen an. Fuß auf den Gas, mit 200 im Studio. Der Mond ist blutrot, Ambilight wie im UFO. Gott sagt mir, komm ich heute noch zu Hause an. Ich war nachts auf der Autobahn. Auf der Rückbank schreien sich zwei Frauen an. Fuß auf den Gas, mit 200 im Studio. Der Mond ist blutrot, Ambilight wie im UFO. Gott sagt mir, komm ich heute noch zu Hause an. Ja. Yeah. Yes. Ich war nachts um zwei auf der Autobahn. Auf der Rückbank schreien sich zwei Frauen an. Blut auf dem Gas, mit 200 im Studio. Der Mond ist blutrot, Ambilight wie im UFO. Gott sagt mir, komm ich heute noch zu Hause an. Ich war nachts auf der Autobahn. Auf der Rückbank schreien sich zwei Frauen an. Blut auf dem Gas, mit 200 im Studio. Der Mond ist blutrot, Ambilight wie im UFO. Gott sagt mir, komm ich heute noch zu Hause an. Ja. Yeah. Ganz kurz, für die, die jetzt erst zugeschaltet haben, Leute, damit ihr versteht, ihr hört es gerade nicht 100% so, wie es ist, weil wir arbeiten heute mit zwei Rechnern. Der Rechner hier,
der streamt und der links daneben, Wovas Rechner, der macht gerade den Beat und auf dem recorden wir. Das heißt, ihr hört es gerade nur, weil ich mein Mikro die ganze Zeit an die Box dran stelle, damit ihr hört, so grob, was passiert. Aber wenn wir gleich fertig sind, also mit der Skizze, die wir haben, dann bounced Wova die und dann schicken wir die auf den Rechner rüber und dann hört ihr es erst richtig. Also ihr hört nicht richtig. Das ist geil. Ey, jemand hat im Chat geschrieben, ich war noch in der Hook einfach beides. Vielleicht einmal gerappt und einmal gesungen. Achso, ja. Vielleicht kann man irgendwie die erste Hälfte mit der zweiten Hälfte von dem zweiten mischen? Oder ist es zu unterschiedlich? Ich war nachts um zwei auf der Autobahn. Auf der Rückbank schreien sich zwei Frauen an. Fuß auf dem Gas, mit 200 in Strom. Der Mond ist blutrot, wie leicht sie im UFO. Gott sagt mir, komm ich heute noch zu Hause an. Ich war nachts auf der Autobahn. Auf der Rückbank schreien sich zwei Frauen an. Fuß auf dem Gas, mit 200 in Schrittung. Der Mond ist blutrot, wie leicht ich im UFO. Gott sagt mir, komm ich heute noch zu Hause an. Ja, krank, krank. Nur dieses. Ja, warte mal, kannst was du ja das von dem Rap gerappt. Ja, ja. Ja, den vielleicht, der ist gut. Vom LFP. Ja. Da ja. Musst du alles hören, ne? Wollt ihr beim Recorden mal Wovas Desktop sehen, anstatt Vollbild? Ja, lass du so. Hast du den Text hier gehabt, oder was meinst du? Der ist da. Ups. Einfach alles leer, scheiße. Mach einfach so, dann sehen die einfach den Hinterkopf, während ich rappe. Perfekt. Okay. Dann tue ich kurz mal die Scheiße hier auf. Okay, Bro. Alles klar. Metronom brauchst du auch, ne? Wie bitte? Metronom? Ja, ja, bitte. Ich höre mich auch. Ah, jetzt. Machen wir eigentlich nur gerappte Adlibs oder auch gesungene Adlibs? Was findest du? Ja, gerappt, oder? Okay. Also die Standard, deine. Musica, ja. Yeah. Bau, bau, bau. Niu. Au. Da, 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 da. Grr. Bau, bau. Niu. Au. Da, 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 da. Die waren's. Okay. Grr. Grr. Eigentlich müsste man Handy-Klingelton so machen. Überleg mal. Grr. Ja, Mann. Hallo? Bau, bau, bau. Au. Au. Da, 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 da. Grr. Bau, bau. Niu. Au. Und nice, oder? Ich war nachts um zwei auf der Autobahn. Auf der Rückbank schreien sich zwei Frauen an. Blut auf dem Gas, mit 200 im Strom. Der Mond ist blutrot, wie leicht ich den UFO. Gott sagt mir, komm ich heute noch zu Hause an. Ich war nachts auf der Autobahn. Auf der Rückbank schreien sich zwei Frauen an. Blut auf dem Gas, mit 200 im Strom. Der Mond ist blutrot, wie leicht ich den UFO. Gott sagt mir, komm ich heute noch zu Hause an. Ja. Soll ich das mal rauslassen? Ja, auf jeden Fall. Guck mal, das ist jetzt natürlich kein Arrangement, weil die Hook kommt, dann auch, dann sind das, wie viel sind das jetzt? 8 Bars, glaube ich, oder? Die Hook? Ja, sind 8 Bars. Ja. Dann kommen 8 Bars leer, dann 8 Bars Hook, 8 Bars leer. Soll ich vielleicht, oder ich lasse es einfach so raus, oder? Ja, ja. Lass es einfach mal so raus. Aber ich würde sagen, den Song, da arbeiten wir sowieso immer nur live. Das wird so unser Live-Song, ja, ja. Oder? Guck mal. Beim nächsten Mal, wenn du wieder kommst, arbeiten wir weiter daran. Ja, guck mal, ich kann für das nächste Mal, also wenn ich komme, ich kann bis dahin schon mal das Arrangement machen, damit wir nicht zu lange dran sitzen. Ja. Also ich teile das auf in, also Hook-Part, das sind dann wahrscheinlich 12 Bars oder so, oder?
Und dann Hook, Part, wieder 12 Bars. Vielleicht machen wir eine Bridge oder so noch dazu. Ja. Zum Schluss. Und dann nochmal Hook. Ja, wir müssen aufpassen, dass er nicht zu lang wird. Ja, ja, aber das wird er nicht. Okay. Nee. Genau. Und dann komme ich das nächste Mal und dann habe ich schon die Sachen, die wir jetzt haben, fertig mit mit den Parts, mit den Lehren, dass du nur die Parts schreibst und wir die Parts aufnehmen und dann ist der Song fertig. Okay, perfekt. Schalte ich jetzt um. Ach, super, ey. Jesus. Wie heißt der Song nochmal? Ich weiß nicht. Entweder Autobahn oder Nachts um 2. Nachts um 2 ist gut, oder? Nachts um 2. Oder, ja. Nachts. Oder Blutrot. Ich finde, die Hook hat viele Stellen, die man als Titel nehmen könnte. Ja, Blutrot ist auch gut. So kurz und knapp, ne? Autobahn, Nachts um 2, Blutrot. Blutrot, oder? Was findet ihr besser, Leute? Ist einer von den Mods da? Könnt ihr kurz eine Umfrage machen? Warte mal kurz. Ich mach mal. Mach mal Blutmond, aber wir können ja. Ich Blutrot, oder? Blutmond, oder was? Ach so, Blutrot oder Blutmond? Blutmond ist auch geil. Boah, jetzt weiß ich selber nicht. Ja, mach mal Blutmond. Das hört sich gut an. Blutmond. Leute, stimmt mal kurz ab. Ich will wissen, was eure Meinung ist. Was spielen denn die zwei Frauen noch für eine Rolle überhaupt? Gar keine. Das ist einfach nur ein Vibe. Blutmond. Okay, alle finden Blutmond am besten. Dann Blutmond. Also die Mehrheit. Okay, wir bouncen und dann bin ich mal gespannt, wie das für euch klingt. Natürlich, ihr müsst berücksichtigen, das ist noch lange nicht fertig. Autotune ist an manchen Stellen nicht perfekt, flackert ein bisschen. Also die Töne, Autotune korrigiert nicht an jeder Stelle die Töne perfekt. Da geht dann Wovo nochmal drüber und tut es schön gerade bügeln, dann klingt es optimal. Ist gute Skizze, die Parts werden knallen. Ja, wir machen das alles aber im Stream, Leute. Wir machen das alles im Stream. Ja. Dann ist es quasi der erste Song, der komplett im Stream entstanden ist. Ja, Mann. Krass, oder? Und alle waren ein Teil davon. Ja, safe. Von Anfang an, vom Sample aussuchen. Voll geil. Bis zur Textidee. Ich meine, der Text von der Hook ist ja im Prinzip beeinflusst durch das, was die Leute im Chat geschrieben haben. Mhm. Die haben geschrieben, Vampire in Mexiko und was haben die noch geschrieben? Depression. Warte, ich schicke dir kurz. Jetzt musst du es rüberschicken, ja. Das ist für mich so komisch, weil ich denke immer, die Leute hören das auch. Ja. Okay, also. Wo ist das? Vampirgeschichten in Mexiko, sowas. So, also, wir hauen das Demo rein. Ich war nachts um 2 auf der Autobahn. Auf der Rückbank schreien sich zwei Frauen an. Fuß auf den Gas. 200 im Studio, der Mond ist blutrot. Ambi-Lady im UFO, Gott sagt mir, komm ich heute noch zu Hause an. Ich war nachts auf der Autobahn, auf der Rückbank schreien sich zwei Frauen an. Fuß auf dem Gas, mit 200 im Studio, der Mond ist blutrot. Ambi-Lady im UFO, Gott sagt mir, komm ich heute noch zu Hause an. Ja. Yeah. Geil. Boah, krass. Red, Bro. Der ist brutal. Jesus nie zu Hause ankommen. Einfach alles live mit euch im Stream gemacht. Und wir sind noch nicht fertig. Also für heute schon, aber mit dem Ding noch nicht fertig. Ich muss sagen, das macht echt Spaß. Gefällt es euch auch? Habt ihr Bock, da mit dabei zu sein? Sollen wir das weitermachen? Also ich muss echt sagen, der Beat ist eine 10 von 10, Bro. Und ich weiß nicht, ich glaube, wenn wir die Hook auch komplett fertig editiert haben, wenn die noch ein bisschen geiler, was weiß ich, du flexst da ja auch immer rum mit irgendwelchen Effekten oder Reverbs da oder sonst was. Da ist noch gar nichts, Bro, da ist noch nicht, der ist noch gar nicht gemischt, da ist nichts einfach. Ja, so, ja. Ich hab, also, das ja, ja. Also ich glaube, das wird echt eine 10 von 10. Jetzt müssen nur noch die Parts knallen, die Parts müssen krass werden, die müssen halt diesen Vibe genauso catchen. Ja. Geil. Geil, geil. Das wird super. Ja, das macht Spaß, so zu arbeiten. Ich sag ehrlich. Ja, war geil. Mir hat's auch Spaß gemacht heute. War auf jeden Fall cool. Ja, Leute, ich freue mich, dass es euch gefallen zu haben scheint. Ihr könnt auch gerne nochmal Liebe an Vova geben. Oder auch wenn ihr noch was wissen wollt, dann ballert jetzt schnell raus. Und ich glaube, man kann einfach schon parallel anfangen, dein Equipment abzubauen, oder? Lieblings-Plugin, Zinti. Die Frage war vorher schon mal. Lieblings. Boah, echt schwer. Also, Effekt-Plugin auf jeden Fall, glaube ich, Shaperbox. Und aber
So Sinti, boah, keine Ahnung. Echt schwer zu sagen. Also mit Arturia mache ich halt viel. Ich kaufe mir immer so Analog-Lab-Banks. Also Design von irgendwelchen Leuten halt. So Sound-Designs. Weil ich bin im Sound-Design, weiß ich nicht. Also ich bin da nicht nerdy genug irgendwie. Deswegen kaufe ich mir so Analog-Lab-Banks. Und ja, Arturia, beste. True Legend Beats fragt, benutzt Vova Isotope, Plugins, Ozone und so. Ja, absolut. Alles, was hilft. Alles, was einfach macht, die Arbeit, alles. Wirklich. Scheißegal, was es ist. Also, ich habe früher auch immer so gedacht, boah, ich muss alles selber und Chords selber bauen und dies und das, aber scheißegal. Alles, was die Arbeit vereinfacht, alles benutzen. Ja. Scheißegal. Ja, ich finde auch, das ist die richtige Einstellung. Also klar, man sollte schon irgendwas Eigenes draus bauen noch und versuchen, so Sachen zu verändern. Aber mein Gott, wie gesagt, so guck, hört euch mal Sachen von Timbaland oder Dre an. Da gibt es Sachen, die sind kein bisschen verändert. Vielleicht sind die vom Sound her ein bisschen aufgepimpt, aber die sind 1:1 wie das Original-Sample. Ja. Und sind einfach Hits. Ich finde es schon geil, wenn man auch mal was komplett selber einspielt. Ja. Aber es ist nicht wichtiger, als dass das Ergebnis geil ist. Ja. Wenn du einen Beat hast, in dem alles selber eingespielt ist und das Ergebnis geil ist, dann ist das genauso viel wert, wie wenn du auch Elemente hast, die Samples sind und das Ergebnis auch geil ist. Mhm. Das macht keinen Unterschied, weil am Ende sehen die Leute das, was wir hier machen, sowieso nicht. Ja. Das ist ja voll selten, dass die Leute von außen diesen ganzen Prozess mitbekommen. Ja. Normalerweise bekommen die Leute einfach das fertige Ding vor. Selbst das jetzt, was ihr gerade gehört habt, wenn ihr das alles die Stunden davor nicht mitbekommen hättet, dann würdet ihr es ja einfach so akzeptieren, wie es ist. Ihr hättet gar keine Ahnung, was da alles davor passiert ist. Dass wir unsicher waren mit den Samples, dass wir erst eine typische Drill-Drum-Gerüst gebaut haben und dann hast du es geändert, weil du nicht die konventionellen Sounds wolltest. Auch mit der Hook, das erst wollte ich nur rappen, dann haben wir, auch weil die im Chat das geschrieben haben, Gesang draus gemacht, dann wussten wir nicht höher, tiefer, dann haben wir gemischt mit Rap und so weiter. Also das ist alles so ein dynamischer Entstehungsprozess. Und der juckt aber keinen. Nee. Den Leuten ist es scheißegal, die ziehen sich das Endprodukt rein. Also ich finde es krass, wenn es Leute gibt, die Sounddesign können, die wirklich von null alles selber und dann, so, es gibt echt wirklich, auf YouTube könnt ihr ja sehen, es gibt Jungs, die machen da wirklich, und Mädels auch, die machen da wirklich alles selber in einer Geschwindigkeit, da denkst du dir, Bruder, Alter, wie zum Teufel, also, aber man sollte sich nicht zu sowas zwingen, weil das Problem ist, wenn du es nicht gut kannst und dich aber zwingst, es zu machen, dann verlierst du halt den Spaß auch an der Sache. Ja, Mann, das ist das Schlimmste. Ja, man sollte einfach also Sachen finden, in denen man, die man gut kann. Ja. Und wenn du es samplen kannst, gut kannst, dann mach das. Ja. Es muss halt Spaß machen, so. Weil, wie gesagt, du verlierst auch den Spaß an der Sache. So, wenn du dich zu sehr da keine Ahnung, auf irgendwelche Sachen da fixierst, so, boah, ich muss jetzt unbedingt die Chords selber bauen und du bist scheiße und dann, du kannst es nicht, dann zwingst du dich zu irgendwas und ich weiß nicht, also, wie gesagt, 100%ig. Jede Hilfe benutzen einfach und Hauptsache man hat Spaß, man hat Spaß an der Sache, so. Ein Beat-Producing-Pionier, Brisk Fingers, schreibt, Samplen ist Hip-Hop. Ja, absolut, 100%. Stimmt ja auch. Ist ja so entstanden, ja klar. Ja. Natürlich. Stimmt. 100%. Es ist bloß einfach, ja, man hat halt im Kopf dieses in den Crates diggen, ja, dass man so Schallplatten durchsucht, aber es ist ja im Prinzip nichts anderes, ob du jetzt eine Sound Library online durchguckst oder ob du in irgendwelchen Plattenregalen rumsuchst, es ist ja im Prinzip kein Unterschied, es ist ja dasselbe Prinzip. Wie gesagt, es muss Spaß machen, das ist das Wichtigste, weil wenn du den Spaß verlierst, nur weil du irgendeine Sache nicht kannst und dich zu irgendwas zwingst, dann macht es keinen Sinn. Ja. Habt ihr oder du, Jay, am Anfang auch weird gefunden, eure Stimme zu hören? Woher weiß man, ob es gut klingt? Das ist Gewöhnungssache. Du wirst, also jeder findet seine Stimme am Anfang komisch, wenn er sie zum ersten Mal hört. Weil der Mensch seine Stimme selbst gar nicht so hört, wie sie in Wahrheit ist. Dadurch, dass, wenn ihr redet, euer Schädelknochen, also der Knochen vom Schädel mit vibriert, kommt in eurem Trommelfell eure eigene Stimme anders an, als sie eigentlich klingt. Also es ist verfälscht, was ihr hört, wie eure Stimme klingt. Das heißt,
so blöd das für euch sein mag, aber wenn ihr eure Stimme zum ersten Mal aufgenommen hört, das ist eigentlich eure echte Stimme. Wenn ihr die scheiße findet, dann heißt es aber gar nicht, dass die scheiße ist. Ihr findet die einfach bloß scheiße, weil sie nicht so klingt, wie ihr sie euer ganzes Leben gewohnt seid. Das ist wie, wenn ihr zum ersten Mal euer Seitenprofil seht. Dann aber gibt's da nicht so einen Trick irgendwie, die Ohren irgendwie nach hinten oder irgendwie zuhalten? Ich finde, der beste Trick ist, sich einfach daran zu gewöhnen. Also ja, bei mir aufnehmen, ja, und hören. Ja, genau, einfach viel recorden und irgendwann, also bei mir war das so, die ersten Aufnahmen, damals auf dieses Kassetten-Vierspur-Mischpult in der Franzosensiedlung, 97 oder wann ich zum ersten Mal aufgenommen habe, da habe ich mich gehört und ich fand meine Stimme so scheiße und ich habe mich damals schon so dran gewöhnt, dass ich dann irgendwann, schon ein paar Jahre später, also heute, ich höre meine Stimme, wenn ich rede, genauso wie sie aufgenommen ist. Also mein Gehirn hat es schon längst adaptiert, ich höre mich nicht mehr anders. Also ich höre mich die ganze Zeit so, wie ich auch klinge. Das ist einfach nur eine psychische Sache. Dein Gehirn schaltet um. So wie wenn du voll lange Kopf überhängst, irgendwann dreht dein Gehirn ja das Bild. Wusstest du das? Echt? Wenn du voll lange Kopf überhängst, irgendwann dreht dein Gehirn das Bild. Dann siehst du es wieder richtig rum. Krass. Der Eugen hat mir was erzählt. Der ist ja Ingenieur für Lichttechnik. Ja. Und da gab es irgendwie so eine Brille. Du setzt sie auf. Und die macht das Ganze auf den Kopf. Yeah. Ja. Und das Krasse ist... Das ist genau das Gleiche. Irgendwann dreht es dein Gehirn um. Das verschickt dich so zuerst, aber so nach ein paar Stunden ist es ganz normal. Also du siehst es ganz normal. Dein Gehirn gewöhnt sich. Ja, das hab ich doch gesagt. Dein Gehirn dreht es von alleine um. Und so ist es mit deiner Stimme. Wenn du als Musiker immer öfter deine Stimme aufgenommen hörst, irgendwann hörst du sie immer so. Weil dein Gehirn dann diese Vibration, die das... verfälscht, einfach man denkt ja immer, wir Menschen denken, unser Gehirn ist so wie so ein Klinkekabel. Das heißt, klar, wir hören es genauso, wie es ist, aber es gibt so viel verfälschende Faktoren in der Anatomie vom Schädel, dass es einfach nicht unverfälscht im Gehörgang ankommt. Und deswegen, das, wie wir uns aufgenommen hören, das ist eigentlich unsere echte Stimme. Ja, genau wie Brisk schreibt. Umso öfter man seine Stimme aufgenommen hat, gewöhnt man sich dran. 100%. Ja. Auf jeden Fall. So, Leute, ich verlasse euch jetzt. Hast du alles, Bruder? Ich glaube schon, ja. Oder? Alles auch zusammengepackt? Ja. Okay, optimal. Ja, wenn was ist... Ja, dann verkaufe ich es einfach auf eBay. Genau, einfach verkaufen. Ja. Ja, geil, Leute. Verabschiedet bitte mit mir einmal nochmal richtig mit ganz viel Liebe. Wo war im Chat? Übrigens, wo sollen die Leute dir folgen? Wo willst du Follows drauf haben? Boah, ich bin so inaktiv. Ja, aber bei welchem Account können die Leute bei dir reinfolgen? Instagram, wie heißt du bei Instagram? Wova, einfach. Zwei Unterstriche, Wova, glaube ich. Ist Wova gut im Scratchen? Danke. Ey, Wova ist so gut im Scratchen. Früher, ja. Der hat früher auf so Partys aufgelegt und der hat immer so komplett übertrieben. Wir waren damals ein Soundsystem eine Zeit lang zusammen. Das heißt, die Leute haben Wova und mich gebucht, dass ich habe so ein bisschen gehostet, vielleicht mal einen Song gespielt und er hat einfach aufgelegt. Und dann waren wir auf so Partys und der hat immer so getan, nicht getan, sondern der hat immer in seinem Kopf als DJ sich gefühlt, als ob er bei DMC-Meisterschaften gewesen wäre. Und er so... Die Leute versuchen so zu tanzen, die können nicht, weil so wie Katzen. Kennt ihr das? Und die Leute hören zu, so du selber, wenn du da stehst, denkst du so, du Bastard, hör endlich auf zu scratchen, ich will den scheiß Song hören. So war das, Alter, ich schwör's dir. Ich schwör. Voll übertrieben, Alter, bei jedem Song. Aber das war auch geil. Also Freunde, vielen Dank, war echt spaßig heute, war richtig gut, hat mir echt Spaß gemacht. Wir wiederholen das bald. Alle Herzen für Wova jetzt im Chat. Wir müssen auf jeden Fall den Song noch fertig machen. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Passt auf euch auf und bis bald. Bruder Herz, war schön. Bis zum nächsten Mal. Wir funken morgen. Ja. Da, guck, deine Herzen. Давай, Bruder, bis morgen.